So, die Spitzhacken sind zwar noch nicht fertig, aber ich habe gerade festgestellt, dass unser Raum hier unten fertig ist. Deswegen können wir uns einfach mal hinstellen und zusammen den mit Inhalt füllen. Zum einen brauchen wir natürlich wieder einen Nahrungsstockpile. Der ist ja bisher noch recht klein, aber trotzdem muss der eingerichtet werden. Und zwar möchte ich hier drin haben alle Getränke und alles vorbereitete Essen. Ja. Eier und so etwas haben wir noch nicht. Wir können noch Rocknog Paste mit dazu packen. Und diverse Kuchensachen. In der Hoffnung, dass das versorgt, dass unsere Leute noch ein bisschen mehr davon abbekommen. Leaves brauchen wir aber sonst, so etwas brauchen wir hier alles nicht. Ja, dann haben wir irgendwo Tische und Stühle. Und zwar muss ich mir überlegen, wie ich das aufbaue. Ja, wir fangen einfach mal hier mit einem Tisch an. Und einem gegenüber. Dann kommt hier jeweils ein Stuhl drum. Dann können wir hier nochmal einen Tisch haben und hier nochmal einen Tisch haben und natürlich Stühle drumherum, solange der Vorrat reicht. Ja, mehr haben wir nicht. Tische haben wir auch nicht mehr. Passt, ja genau. Dann wird hier der Inhalt, also die Tische und Stühle reingetragen und die Steine werden rausgeräumt. Dann haben wir das schon mal fertig, dass wir hier unseren Essraum haben. Außerdem können wir noch Türen hinpacken, fällt mir gerade mal so auf. Denn da ich versäume gerne Türen mal, ich überlege mir mal schön, wo kann ich Türen wie hinbauen, aber aufgebaut werden sie dann doch eher selten, deswegen fangen wir diesmal mal gleich mit Türen an. Außerdem ist unser Schlafraum hier unten mittlerweile voll und, was mir gerade noch ganz Wichtiges einfällt, wir machen unsere, wobei, haha, diesen Teil hier mache ich zum Meeting Hall. Wo haben wir es? Meeting Area M. So, dann bewegen sich unsere Zwerge nämlich mal auf die Hälfte und links kann groß gegessen werden. Damit quasi beginnt der Einzug hier unten rein. Außerdem gehen wir mal zu unserer Arbeitsebene. Dort fangen wir an, die ersten Elemente hier auszubauen. Und zwar die Masoners und Woodworker-Sachen und die Küche. Gerade die Küche wird jetzt wichtig. Daher geben wir unseren Minenarbeitern nochmal ordentlich was zu tun. Der eine hat halt immer noch keinen Job, da er ihm noch die Spitzhacke fehlt. Aber wir sehen hier schon Make Coke. Das geht voran. Dann können wir hier mal wieder zusehen, ein bisschen feststellen, was für Steine hier hinter rauskommen. Ansonsten ist bis in der Zwischenzeit nicht wirklich was Spannendes passiert. Ja, wir können oben nochmal gucken, wie weit er ist. Steinbeobachtung ist jetzt aber nicht so spannend. Ja, das wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. Ha, wir haben auch niemanden mit Crossbow-Making, stelle ich gerade fest. Das heißt, das war ein ganz kluger Schachzug von mir. Nicht? Dem Kollegen hier. Komm mal her. Wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn? Steht das hier mit drin? Nein. Wahrscheinlich eher auch nicht. Oh, genau. Woodworking, Crossbow-Making. Und dann gehen wir zu unserem Woodworker mit fertig. Wo haben wir denn? Da. Und kümmert sich auch hier. Ich habe mich schon gefragt, warum das nicht fertig wird. Haben wir auch das wieder festgestellt. Ich denke, ich werde jetzt noch ein bisschen schneiden, bis die Bauten dort unten vorankommen, da ich jetzt nicht so viel dazu zu erzählen habe. Und dann sehen wir uns, wenn dort etwas Spannendes passiert. Bis dann. Hallo und willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Ich bin jetzt mal wieder hier im Aufbau unserer Festung und unsere Arbeiterzwerge haben hier die ersten Höhlen ausgehoben. Man sieht schon, ich habe hier zum Teil schon die Steine ausgewählt zum Wegräumen. Möchte jetzt dafür den Rest noch auswählen. Ein bisschen was ist noch da, das heißt, den Stockpile dort können wir noch nicht bauen, aber wir können schon mal ein paar Workshops hier unten reinbauen. Und dachte ich mir, fange ich doch schon mal an. Ach, das mit euch zusammen, dass wir die Produktion in unserer Festung unten wirklich zum Laufen bekommen. Und dann hoffentlich bald oben, ja, die Türen zumachen können. Muss ich ja gar nicht direkt, aber zumindest oben unabhängig sind. Dessen lassen wir die Zwerge mal weiterarbeiten. Ich wollte so lange noch mal schauen, wie es oben aussieht. Denn unser Farmgelände hier oben läuft ganz gut. Das hier ist immer noch nicht fertig gebaut, aber hier rechts sehen wir schon, ist der erste Pilz fertig gewachsen. Der, was auch immer das für ein jetzt ist, eigentlich müsste es ein Plump Helmet sein. Auch wenn er da jetzt nicht in der Liste angeführt wird. Aber
Hier sieht man den Plumhammer spawnen und das da sieht nach einem fertigen Pilz aus, also sollte das einer sein. Ist dann nur eine Frage der Zeit, bis unsere Zwerge sich mal darum kümmern, das auch wirklich abzubauen. Außerdem, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal schon gemacht habe, aber ich habe angefangen, hier diesen Durchgang noch ein bisschen auszubauen. Hier oben kommt eine zweite Brücke, die man einklappen kann, und hier rechts kommen Türen hin. Das ist vor allem, damit uns nicht wieder irgendwelche Büffel dort reinrennen können, oder Yaks waren es ja, glaube ich. Um so zu verhindern, dass uns da irgendwas wild in unserer Festung rumrennt. Wir sehen, wenn wir unten in unsere Wohnbereiche gehen, die sind wirklich weit unten fest. Die Küche kommt langsam voran. Jedoch noch nicht die richtigen Sachen, um daraus einen Kochraum zu machen. Also einen Dining Room. Ich sage immer noch Küche oder Kochraum, warum auch immer. Und ja, der Schlafsaal wird mittlerweile sogar benutzt. Da fehlt zwar noch eine Tür dran, aber die Zwerge freuen sich schon darüber, dass sie einen Schlafplatz haben. Kann ich auch nachvollziehen, würde ich an ihrer Stelle auch. Man sieht unsere Minenarbeiter, immerhin mittlerweile drei Stück, zwei davon essen, einer am Graben. Wenn wir bei unserer Schmiede kommen, die Iron Pick wird jetzt endlich gerade gefertigt. Ich weiß zwar nicht, wo der Mann gerade rumläuft, aber wir bekommen sie hin. Wir müssten hier ja schon, ja, Eisenbarren haben wir dort ja schon, das heißt, wir können mal gucken. Forge Iron Pick, wo ist der gute Mann denn? Ach, der ist ja schon fast da. Dann können wir mir mal dazu bauen, wie er uns unsere Spitzhacke macht. Weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also ich habe jetzt etwas länger nicht gespielt. Aber ein bisschen mehr länger nicht, weil ich noch mit den Rändern der anderen Sachen beschäftigt war. Aber ich habe in Erinnerung, dass uns noch mindestens eine Spitzhacke fehlte. Von daher machen wir die dann dort jetzt nochmal fertig. Ist ein bisschen schade, dass da keine Animation zu gibt, aber wir sehen, er ist dort am Arbeiten. Hat hier gerade sein Eisen und seine Kohle rumliegen. Und dann dürften wir gleich eine Eisenspitzhacke haben. Was hatte ich denn noch in Auftrag? Ja, noch eine weitere Spitzhacke zur Sicherheit. Dann eine Axt, wenn wir einen Holzhammer haben wollen. Ein Amboss, wenn wir nach unten gehen. Und einmal Iron Crafts, damit wir, da ich ja bald eine Karawane erwarte, das ist hier, wir sehen später Sommer. Es müsste eigentlich im Herbst eine kommen, dass wir dann schon ein bisschen was zum Verkaufen haben. Ich hatte hier schon mich hingestellt und dort Rock Swords im Auftrag und auch mehr Rock Crafts, aber da wir momentan auch drin so viel bauen, dauert das halt alles immer sehr lange. Dementsprechend kommen wir da gerade nicht so wirklich voran. Aber wir sehen hier jetzt, Iron Pick ist fertig und er macht auch scheinbar gleich die nächste. Ja. Dann müsste eigentlich einer unserer Leute, denen die Spitzhacke fehlt, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich kann ja einmal hier gucken. Der ist gerade scheinbar auf dem Weg zum Essen. Sehen wir im Inventar, ob er eine hat. Ja, auf jeden Fall sollte er sich, nachdem er gegessen hat, hinstellen und dort, ja, sich die neue P Spitzhacke holen, damit wir dann auch wieder mehr Grabeleute haben. Da rennen scheinbar Spinnen oben, sehe ich das richtig? Auf jeden Fall ist sie so klein, dass sie uns nicht angezeigt wird, aber das ist scheinbar auch rumlaufende Spinnen. Ja, das ist halt das Problem mit den fehlenden Katzen. Da können wir gegen die nicht viel machen. Dementsprechend kann ich jedem nur sagen, wenn ihr euch aufmacht eine Festung, nehmt Katzen und Hunde mit. Das ist wirklich, wirklich gut. Und wir sehen jetzt, unser Stockpile-Bereich hier ist fertig. Oh, und wir sehen unten, dass unsere Axt erstmal abgebrochen wurde, da wir nicht genug Eisenbarren haben. Ja, das kommt davon, weil man erst. Er hat alles drei abgebrochen, weil er sich nicht hingestellt hat und rechtzeitig die Eisenbarren gemacht hat. Das ist natürlich doof von ihm, aber da kann man jetzt nicht viel machen. Dafür können wir uns hier jetzt mal unseren Wood-Stockpile mit aufbauen. Holz müssten wir prinzipiell oben noch genug haben, aber da kann ich auch mal einen Blick drauf werfen, wie viel da wirklich noch rumliegt. Ja, ein bisschen was liegt hier noch. Oh, und es ist Herbst geworden. Ja, da liegt auch noch was. Liegt hier oben weiter auch noch welches oder unten weiter? Oh, geht so. Aber es sind noch genug Bäume ausgewählt dafür, dass die gefällt werden müssen. Also prinzipiell sollte das noch was werden. Ah, es wird hier jetzt wieder ein neues Eisen gemacht, dann kann ich zumindest das die Axt und die Craft schon mal wieder in Auftrag geben. Den Amboss spare ich mir erstmal. Aber ich möchte doch gerne. Wo war denn Crafts nochmal? Ich vergesse das jedes Mal. Make Iron Crafts. So. Warte mal. Ja, doch, wir bleiben mal bei Make Iron Crafts. Mal sehen, was dabei hinter Hübsches rauskommt. Ja. Da kümmert sich um ums Construct Building, das ist natürlich auch gut, auch wenn ich jetzt gerade nicht sehe, wo er ist, aber irgendwo rennt er rum. So, okay, ich habe schon gesehen, wo er rumgelaufen ist, aber ich habe nicht gesehen, was er da jetzt gemacht hat. Das hat uns nicht wirklich weitergeholfen. Und ja, zwei Leute sind hier auch noch am Graben. Wir hatten ja hier unten die Essensbereiche auch direkt mit ausgewählt. Genau, das war fürs Essen.
dass wir dort auch möglichst zügig unsere Nahrungsproduktion richtig aufbauen können, da wir noch das Problem haben, dass wir recht wenig haben. So Miet und Fisch geht da gerade extrem schnell runter. Ich hoffe, dass sie die Plum Permits da oben jetzt endlich mal abbauen und hier draußen weiter Pflanzen sammeln. Was machen die Kollegen denn, die das machen sollten? Star Item in Bag, das ist natürlich super. Und Dump Item. Ich gehe mich mal bei einem davon hin und nehme ihm diese Jobs weg. In der Hoffnung, dass er dann ein bisschen fleißiger uns dort weiterhilft. Weil irgendwo müssen wir unsere Zwerge gleich ja weiter füttern und dafür brauchen wir Essen. Ja, währenddessen trinke ich mal einen Schluck, während wir hier sehen, was unsere Minenarbeiter machen. So. Was arbeiten die sich hier eigentlich? Was sie bei haben. Ist nur ein Stein. Schade, dass es nicht wieder Obsidian ist. Ich persönlich mag Obsidian hier eigentlich recht gerne. Harvest Plants ist natürlich gut. Damit bekommen wir auf jeden Fall schon mal einen Plump Hermit. Mussten wir zumindest, wenn er gerade das macht, was ich denke, dass er macht. Nämlich diesen Plump Hermit da oben abbauen. Ups, das war einmal Escape zu viel. Dann können wir hier gucken, was hier noch gemacht wird. Ja, das ist dort noch in Arbeit. Ich gebe da mal noch ein bisschen mehr Lemonade in Auftrag. Ich denke, das kommt uns recht gut entgegen, dass wir da noch ein bisschen mehr machen und dann hoffentlich bald noch weitere, sagt man Amboss oder gibt's da, gibt's von, was ist die Mehrzahl von Amboss? Ich glaube Amboss, das klingt aber kacke. Auf jeden Fall wollen wir davon noch mehr machen, also mehr Amboss-Teile. Das klingt schon sympathischer. Wir wollen ja irgendwann hier unten, ungefähr hier so, war das, wenn ich das richtig erinnere, habe, mehrere davon hinbauen und wieso 4 Stück sind schon das angestrebte Ziel. Und dafür brauchen wir halt mehr davon. Außerdem kann ich mich erinnern, dass wir hier hinten irgendwann halt zur Lava wollen. Das möchte ich eigentlich auch unbedingt gerne mal. Ich kann mich erinnern, dass die irgendwo hier gewesen sein sollte. Ist ein bisschen lange her, sollte ich vielleicht nochmal in eine der älteren Folgen reingucken, um das wieder genau herauszufinden. Aber bis wir zum Magma gehen, ist ja noch Zeit. Also das muss jetzt, das gehe ich diesmal entspannt an, nach dem Fiasko vom letzten Mal. Daher da nicht so viel Eile. Aber wir sehen, der letzte Minenarbeiter hat jetzt auch wieder eine Spitzhacke und macht sich hier an die Arbeit. Und dann haben wir unsere Küche hoffentlich bald ausgehoben. Hoffentlich. Denn unsere Küchenvorräte sind, ja, wir haben jetzt wieder eine Pflanze dazu bekommen. Das heißt, war da, ja, den einen da oben, ne, der ist aber noch, aber unten ist ein neuer. Ich hoffe, dass sie da langsam dann ein bisschen vorankommen mit dem Bauen. Zumindest der gute Mann hier hat jetzt wieder den Befehl, Pflanzen zu sammeln. Wo haben wir ihn denn? Dort, ja. Dann bekommen wir wenigstens wieder ein paar Pflanzen. Die kann man ja auch essen. Das kommt uns da ja entgegen. Ich weiß gar nicht, warum hier noch so wenig davon da sind. Rock Nuts, 4 Stück, Plump Hermits, einer. Ja, sonst ist das wirklich wenig geworden. 2 Käfisch, 4 Nacktmull. Das ist das wenig. Da brauchen wir unbedingt wieder mehr. Aber er sammelt da jetzt ja. Das dürfte uns da ja entgegenkommen. Der gute Mann ist doch noch am Schmelzen. Es läuft also alles momentan recht entspannt. Ich denke, ich springe mal wieder hier hin und gucke den Minenarbeiter ein bisschen beim Bauen zu. Das ist jetzt zwar nicht so spannend, aber immerhin, wir kriegen dort unseren ersten Stockpile fertig. Also den für die also das eine wird wieder für unvorbereitetes Essen werden und der andere wird für die ganzen ja, Pflanzen, so die Gathered Plants, damit wir dort unsere Getränke draus bauen können. Die werden beide Stockpiles getrennt dorthin kommen, weil ein bisschen Ordnung muss sein und so. Wie viele Türen haben wir eigentlich noch? Ich will nur mal rausfinden, wie viel wir haben.